Und weil ich gerne Horrorgames spiele, habe ich mir für heute was ganz Besonderes überlegt. Ich spiele heute gern für euch ein Horrorgame. Tag Leute, ich bin's wieder. Und willkommen zu Psalm 5, Vers 9 bis 13. Oder so. Ja, das heißt wirklich so. Ich kann es nicht ändern. Man hat sich hier bei der Namensgebung für was Flutschiges entschieden, was leicht über die Zunge geht, ja. Afraid of the Night war denen dann doch wohl zu sperrig. Ich finde es gut an dieser Stelle. Schauen wir doch aber mal nach, was das bedeutet. So, Psalm 5, Lutherbibel, hier haben wir es schon. Oh, das ist interessant. So abonniert des entrückten Mannes roten Schopfe, auf dass eure Oblaten fortan nie mehr pappig sein mögen. Was auch immer das bedeuten soll, ich werde es mir jetzt auf jeden Fall zu Gemüte führen. Ich hoffe, ihr auch. Jesus ist bestimmt auf meiner Seite. Was ist das denn für ein Menü, Alter? LOL! Oh, das kriegt aber auch 10 von 10 Coolness-Punkten hier. Wobei, die Enttäuschung empfängt meinen heute noch nicht ganz auferstandenen Geist. Aber es ist in Ordnung. Da ist bestimmt der Ausgang. Nee, wir spielen das jetzt. Let's go, Alter. Also, nachdem wir unsere Knie gerichtet haben, das versteht sich von selbst. So. Oh Gott. Wo sind wir denn angelangt, Alter? Haben wir wieder eine Runde Stumarest gekriegt, oder was? Nicht mit mir, Leute. Heute ist der Tag, an dem ich mich zur Wehr setze. Mutter, wir müssen reden. Bin 32 Jahre alt. Und höchst selbstständig, ja? Ich brauche keinen Stubenarrest mehr, um mein Leben in den Griff zu kriegen. Siehste? Das Machtwort wurde gesprochen, Alter. Niemals mehr kehrst du mich zurück in diesen Raum. So wahr. Ey, Freunde, wenn ihr schon länger dabei seid, ihr wisst es, ihr kennt es, oder? Dieses Gericht, das gibt's in jedem Indie-Horror-Game. Sagt mir nicht, das kündigt nicht schlimme Sachen an, Alter. Den vergammelten Nudelteller mit 3 Fleischklößchen. Wie oft haben wir uns schon über den amüsiert? Und er ist wieder einmal da, in seiner Hauptrolle. Ich weiß, ich habe nicht viel Auswahl beim Casting. Das ist halt der Horrorbereich. Das ist so ein bisschen, da muss man eher auf so andere Statements setzen. Aber man kann ein Meme draus machen, also insofern. Wie, du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass ich das scheißliche Ding hier dir aufkriege, oder was? Hä? Das würdest du mir doch wohl nicht sagen. Okay. Was ist hier drin, in wessen Kopf? Neuer Cam? Ja, ich dachte jetzt, die Fliegen sind vielleicht nicht auf den Nudeln, sondern in der Schuhkiste, aber vielleicht habe ich auch einfach meine Sportschlappen eine Weile nicht gewaschen. Kommt durchaus vor. Okay, gut. Dann wollen wir mal den Schlüssel suchen. Boah, Alter. Oh, ich weiß. 32 Jahre selbstständig und so, aber vielleicht muss ich meinen Vater mal bitten, meinen Kopf wieder festzuschrauben. Irgendwas stimmt ja nicht. Boah, wie sehe ich denn aus? Was ist denn... Was? Was ist denn mit mir? Okay, es gab nicht nur Stubenarrest. Was habe ich denn gemacht? Dem Hund die Hausaufgaben weggefressen, oder? Oh, ach, da ist der Kopf! Entschuldigung? Dieser Türöffner mit dem Zoom auf der Cam in den Kochtopf mit dem Kopf mechanisch irgendwie connected ist, musst du mir jetzt bitte erklären. Psst. Ich rede jetzt. Das ist ein Horrorgame. Ja genau, es wird sehr gruselig. Ich bin auch echt 2,80 Meter groß ungefähr. Narben übersät. Nur die dunkle Seite der Macht hält mich zusammen, Alter. Wer soll mir denn gefährlich werden? Oh, Mutter telefoniert wieder mit der Sibylle. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass der Platz schon belegt ist. Ist okay. Verdammt, na mach's dir mal gemütlich. Ist was in dem Schränkchen für mich zu finden? Nein? Den Fernseher. Den habe ich im Verdacht. Mir nachher früher oder später sowieso die Wahrheit zeigen. Okay.
Erstmal ist die Wahrheit, dass ich leider hier mit meinem äußerst gebärfähigen Becken nicht an diesem Sessel vorbeischlendern kann. Ist okay, hab ich schon verstanden. Ich mache ja schon Sport. Wehe, da tanzt jetzt so ein Fitness-Girlie, Alter. Ich würde mich bepinkeln vor Lachen. Hallo? Oh. Wir unterbrechen das folgende Programm für gar nichts? Die Tür ist noch nicht aufgegangen. Ich habe keine Chance. Ihr hört es, ne? Hallo? Aber wo? Boah, Alter, was ist denn los? Onkel Hubert schleift da oben Sandsäcke durch die Kante. Was denn? Fikus, was hast du damit zu tun? Willst du die Fernbedienung finden? Ich weiß nicht, was so meine Aufgabe ist, Alter. Boah, ich hab Angst, da zu nah ranzugehen. Dann nachher, weiß ich nicht, springt mich da irgendwas an durch das Türglas oder so. Ich meine, was weiß ich eigentlich, was ich hier zu erwarten hab? Oh, wait, was ist das? Dahinter ist doch was. Oder ist das vom Licht? Was ist hier los? Warte mal, kann ich den Schrank wegschieben? Oh mein Gott, come on, Alter. Oh. Oh! Gut. Das Nachmittagsprogramm war scheinbar zum nicht Haare raufen, sondern Augen ausreißen. Ich verstehe das, Alter. Man guckt doch heutzutage nie mehr Fernsehen. YouTube ist heute das Ding. Oh, klasse! Was ist es? Was? Falls du mit dem Schwiegermonster zusammen nicht Fernsehen gucken willst, verfrachtest du die Alte einfach hierher. Ist okay. Jo, ey, komm ich irgendwann ins Bad? Kann ich mal ein Spiegel angucken? Das würde mich ja interessieren. Was war das? Oh, ach, die Tür ging zu. Okay, warte mal. Ich muss, schon wieder der Taj Mahal. Der war doch eben schon da. Muss irgendwo den Ort des Massakers finden. Okay. Wo, also wenn ich ein Leichenteil wäre, wo wäre ich in diesem äußerst ungemütlichen Raum? Oh, hier willst du halt auch wirklich nicht sitzen und Fernseh schauen, ne? Oh, da ist was. Oder jemand. Oh! Okay, ja, du bist gruselig. Ich hab's ja schon verstanden. Meine Güte. Übertreib nicht. Ich muss heute noch schlafen. Klappt das nochmal? Ja, hat geklappt. Krass. Oh, warte mal. Das ist der Deckel. Ich dachte, das wäre ein Zettel oder so. Ah. Cool. Warte. Noch nicht loslegen. Oh, shit. Holy shit. Oh, da hat jemand ein bisschen Footage gefoundet. Warte. Mach's dir bequem, Alter. Das war ja krass gerade. Was ist denn da so laut? Der ist auf Krücken dahin unterwegs. Oder kommt das nicht aus dem Schatten? Same, bro. Warte mal, fängt das jetzt wieder an? Boah, das Licht flackert. Nee, der steht immer noch an dem Haus. Okay, jetzt will ich es aber wissen. Spannend. Ja?
Oh, come on jetzt. Komm, geh rein. Du wolltest nachts in so ein Lost Place gehen. Jetzt lebt mit den Konsequenzen. Ja, gut. Das ist ja auch nur 20 Quadratmeter, ne? Du Anfänger, du musst dich immer mal umdrehen, Alter. Sonst stehen die schnell hinter dir. Digga. Okay, er geht wieder raus in den Wald. Das war aber sehr spannend. Kann ich den anderen Fernseher noch anmachen? Nee, hier komme ich nicht mehr rein, ne? Schade, Alter. Oh mein Gott, was ist... Was gibt's noch so? Boah, ich will's gar nicht wissen. Ich will's eigentlich auch alles immer gar nicht wissen. Gut, machen wir weiter. Finden wir sonst noch irgendwas oder muss ich mir etwas ansehen? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich habe halt hier immer noch die Fernbedienung. Warte mal, ich denke mal, ich muss da irgendwas angucken, oder? Oh, ist das das Haus hier? Nee, ist es nicht. What hides in your mind? Soll ich den lassen? Wann geht die Tür auf, Alter? Was muss ich geguckt haben? Boah, ey. Da habe ich aber auch hier mal kurz eine Hand. Die Tür aus den Angeln gerülpst, vor Schreck. Tja. Aber... Und nun? Ey, die Erwartungshaltung hier ist mir irgendwie nicht ganz klar. Ich will da nicht reinzoomen. Oh, ich muss da reinzoomen. Was in den ekligen? Nee. Meine Fernbedienung ist geklaut. Oh. Ist ja alles eine Enttäuschung hier. Zum Glück gibt es überall Taschentücher, falls ich weinen muss. Oh, das elterliche Schlafzimmer. Was zur Hölle ist das? Was ist das? Mom, du hast schon wieder deine roten Blutkörperchen verloren. Ich sammel sie dir ein, ist kein Thema. Mach ich gerne. Oh. Der Wecker? Ich kann den leider nicht ausmachen. Ich geh mal hier weiter. In die geheime Kammer der Lust oder so. Oh, warte mal, hier liegt was? Ach, die Bürste. Oh! Mom? Gut sieht's aus. What the hell? Oh, was? Will da irgendwer rein? Das Game ist gar nicht schlecht. Meine Fresse. Okay. Okay, du hast meinen Respekt. Ist okay. Ist gut. Digi, Alter. Mein Kardiologe würde mir das Spiel nicht empfehlen. Oh, heftig. Boah. Alter, diese Steuerung. Boah, ich suche immer noch die Kuhhaut, auf die passt. Entschuldigung? Also ich weiß ja nicht, was Mom und Dad da treiben, Alter, in diesem Keller verließ hier, aber ganz koscher ist es nicht. Aber wie sagt man, ist das Ding jetzt weg? Was ist das hier für ein... Ich
will da nicht hin. Ich will das nicht füttern, Alter. Ich wollte nie einen Hund. Oh, jetzt muss ich mich um den kümmern. So eine Promenadenmischung. Ich hab's gleich gesagt. Nicht die verstörten Hunde adaptieren, Alter. Du musst dich dann schon mit der Erziehung auskennen. Oh mein Gott, warum ist der so groß? Sorry, ist mein erstes Mal. Was? Hi. Lampilein? Nee, ne? Oh, Alter, von nicht nur einen guten Geister verlassen, ey, ich seh's schon. Alter. Oh, haben wir jetzt hier ein Rätsel? Nee. Was muss man da machen? Ich schätze mal umschalten. Oh, die müssen doch, das ist ein Rätsel. Die müssen synchron sein, ne? Aber wie? Alle auf den roten Button? Also das kann man nicht umstellen. Das hier vielleicht noch. Das klingt ja fürchterlich. Wer würde das wollen? Steht da irgendwas drauf? Nicht wirklich. Oh fuck. Oh hi. Okay, Lampilein, du hast mich nicht verlassen. Ist er da drin? Dann muss ich mir nicht für Sorgen machen. Dann besteht er außer seines großen Korbes aus nicht viel. Wo? Boah, da falle ich nicht nochmal drauf rein. Kannst du dir selber spooken. Okay, ich fall drauf rein. Hat man da kurz den anderen Raum gesehen? Du willst mich hier hinlocken, damit... Oh mein Gott, hi! Damit du da drüben den Jumpscare machen kannst, wollte ich eigentlich sagen. Okay, Mist, ich bin eingesperrt. Ein Adler, der versucht hat zu fliegen. Wo? Oh mein Gott! Fuck me! Holy shit! Ich hab gedacht, das würde dir ein lustiges Vergnügen. Meine Fresse! Was ist denn mit diesem Spiel hier los? Alter! Into Space? Oh, das Kinderzimmer, ey. Wird auch nicht angenehmer. Frosty, bist du's? Help! Okay. Wo ist im Kinderzimmer der Kopf versteckt, hä? Oh, das ist es? Oh. What? Wieso hab ich das? Mr. Lama? Okay, wieso seid ihr Freunde? Du
Nimmst mir nie wieder meinen Sesselplatz weg. Du Lump, du. Captain Kinman, was hast du dazu? Oh. Ah, wir essen zusammen. Wo sind die anderen Freunde? Bist du noch einer? Nee. Mit dem Bär habe ich mich verstritten. Oh Gott, nein. Der kommt jetzt. Jumpscare? Ich dachte jetzt, das ist dieser typische Türspalt-Jumpscare. Man kennt ihn. Und mit Mann meine ich mich. Oh, unangenehm, Alter. Oh mein Gott, was ist denn hier? Ich will nicht. Okay. Mr. Ducky? Ich will nicht wissen, was da drin ist. Ich habe gesagt, ich möchte es nicht wissen. Was? Oh Gott. Oh. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich höre Stimmen. Okay, Mr. Ducky ist platziert. Hier muss noch irgendwas hin, irgendwer. Doch nicht der Bär. Da ist irgendwas in der Box, Alter. Oh, ich weiß nicht, ob ich es krieg. Ah, da brauchen wir einen Schlüssel für. Ah, jetzt sehe ich das auch. In einer dieser Schubladen? Nein. Oh. Oh, die müssen in bestimmter Reihenfolge da sitzen. Okay, 1, 2, 3. Ich weiß nicht, was das dritte ist. Will ich es überhaupt wissen? Okay. Fuchs vorne, das Schaf rechts. Da, oder sitzen die schon? Ich glaube, die sitzen noch nicht. Und das Schaf habe ich noch nicht gefunden. Ist da wahrscheinlich drin. Wer knuspert hier? Okay, alles klar. Nee, passt schon. Okay, gib mal her. So, du musst dahin. Mr. Ducky sitzt richtig. Ja? Oh! Das ist der Herzallerliebst. Na, dann gebe ich mir mal das Schäfchen holen. Damit erübrigt sich die Frage nach dem Schlüssel. So. Komm mit, Kleines. Es geht schon los. Die Party fängt ohne mich an. So, wartet doch, bis alle da sind. Habt ihr keine Erziehung genossen? Zack. Und nun? Warte mal, ist die Reihenfolge richtig? Also, ich muss hier mal aus dem Bett, Faulenzer! Uch! War sich nicht einig, auf welcher Etage er jetzt schläft. Ist okay. Dicky! Das ist ja ein heftiges Spiel. Also, es hat schon lange keins mehr geschafft, Junge. Torsenfreunde. Na komm, mach dein Zeug. Okay, danke. Ist ja wohl sehr eindeutig. Muss ich den sammeln? Cool. Da ist nur einer. Der liegt da auch schon länger, ne? Okay, und in euren kleinen... Ah, hab ich mir gedacht. Okay, du willst boxen, ja? Na los, komm schon! Boom, Junge! Denk dich nicht mehr an!
könnte sein. Und, Digi! Boah. Ich wollte nicht mit dem verkehren. Also, ich meine, könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt. Oh Gott. Oh Mann, meine Lampe! Jetzt weiß ich auch, warum ich so aussehe. Bäh. Okay. Es waren keine frischen Unterhosen. Aber die bräuchte ich halt auch mal. Oh, warte mal, jetzt ist hier Licht. Aha. Oh. Okay, es sieht aus wie irgendein Bild, was ich zusammensetzen muss, ja? Oh nein. Ah, der Spiegel. Oh, da, da, ich sehe es schon. Ich brauche den gar nicht. Guck mich an. What? Aber wieso? Warum haben die denn nicht alle Angst vor mir? Was, das war's? Psalm 5, Vers 9. Herr, leite mich, oder so heißt das eigentlich. I mean, ich hab gelitten, ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich wurde in Mitleidenschaft gezogen. Cool. Das war ja ein krasses Horror-Game, Alter. Geil. Machst du mal halt so. Weißt du, also für den war es wahrscheinlich ein normaler Samstagabend. Für mich, eine Erfahrung, die ich nicht unbedingt wiederholen möchte. Dankeschön für dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat. Kennt man den? Das war der... Warte mal, ich muss das mal nachgucken. Moment. Weil das interessiert mich jetzt. Ich habe so eine... ich habe so eine Ahnung. Warte, Psalm 5,9. Wer sind die Creator? Boah, weiß ich nicht, Alter. Was haben die sonst noch gemacht? Die haben nur das gemacht? Oh, Welcome to Kowloon! Oh, oh, das habe ich mir gedacht. Das sieht doch aus wie hier Neighbor oder wie der heißt. Ja, genau. Okay, also der hat es nicht gemacht, aber die Leute, die an Welcome to Kowloon mit dem zusammen daran gearbeitet haben. Ja, kranke Scheiße, Alter. Geil. Lass gerne Daumen nach oben da. Das war ein krasses Horror-Game, ey. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.